Servus Leute, hier ist wieder Pogen, damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr könnt es sehen, es ist endlich soweit und der Release-Tag von Strahlende Sterne ist heute, der 25.02. Das Set ist so unglaublich schön, ihr seht es hier schon an den vier Artworks. Wir haben hier einen Elfhund, das ist Wir haben Glurak, wir haben fünf verschiedene Glurak-Karten in diesem Set. Wir haben Shaymin in der Skyform und wir haben Arceus, also insgesamt einfach ein so, so schönes Set. Wir haben auf dem Reverse Slot haben wir Character Rares, wir haben Rainbows, wir haben alternative Artworks, wir haben Full Arts, wir haben so viele tolle Karten. Heute ist wie gesagt Release-Tag. Ich war heute Morgen schon in Freiburg unterwegs, habe leider absolut nichts bekommen. Bin dann heimgekommen, ein bisschen traurig, habe dann gesehen, dass eine meiner Vorbestellungen von den Card Buddies, die 10 Booster, hier angekommen sind. Die habe ich tatsächlich erst gestern bestellt und die sind heute angekommen. Übel gut. Vielen lieben Dank, kann ich immerhin etwas am Release-Tag öffnen. Und ja, ich würde sagen, ich habe hier noch einen kleinen Glurak Glücksbringer mit Pikachu. Ich glaube, der war aus der Ultra Premium Kollektion. Einfach so einen kleinen Glücksbringer für Glurak. Ich erfüllen. Ich habe Top Loader in der Hoffnung, wir ziehen was Gescheites. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich lege die Booster hier mal nach oben. Wir gehen jetzt einfach von rechts nach links. Ich habe das Set, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich bin echt gespannt. Also, ich freue mich übel. Mal wieder ein neues Set, das released wird. Und es ist ja schon ewig her. Gucken wir mal. Wir haben hier die Wasserenergie im ersten Pack, okay. Bojelin, sieht cool aus. Die Jokhandschuhe, ein Vibrava, ein Barmelin, Kaumalat, okay, ein Knackleon, ein Owei, ein Staralili, ein Zwirlicht in Reverse Holo und dahinter haben wir ein Kubuin in Non-Holo mit dem Fusionsangriff sogar, okay. Also erstes Pack seht ihr schon mal, haben wir nichts, die Artworks. Sehen aber soweit mal ganz gut aus, das Logo von, könnt ihr unten sehen, ah, klar hier mit Arceus. Wir machen als nächstes einen Glurak-Booster auf. Kommt schon, erstes Glurak-Pack und direkt, oh, könnte da vielleicht sogar schon was drin sein, ne, ich glaube, das ist nur Silvering tatsächlich, sehe ich hier schon, mal gucken. Erneut die Wasserenergie, Roxanas Backup, wieder ein Bojelin, der wahre Gürtel, Handflamm, Super Chiller. Ein Pupanze, Schnecke, Nasknet, ein Bojelin in Reverse Holo und dahinter haben wir ein Wurmadam in Non-Holo. Das Bojelin finde ich eigentlich ganz cool. Daher kriegt das mal eine Hülle, aber seht ihr das? Die Silvering, also ich kann es jetzt ein bisschen schlecht durch die Kamera zeigen, aber mir fällt zum Beispiel jetzt hier gerade auf, wenn ich die Karte hier so sehe, bei dem Zwirrlicht hier ganz unten. Man erkennt es recht schwer leider durch die Kamera, aber hier ist schon relativ viel Silvering dran. Nicht so geil, aber machen wir mal weiter. Zwei Packs haben wir. Die lassen sich sehr, 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 sehr leicht öffnen. Klick in Pack Nummer 3. Ganz schön. Eine Pflanzenergie, mal was anderes, okay, okay. Ein Tropius. Roxanas Backup erneut. Fehlschlagschutz. Das Klick, das wir gerade gesehen haben, Krippuk. Sieht cool aus. Ein Milzer, ein Bämon, okay. Magma, mit einem echt ziemlich coolen Artwork, muss ich sagen. So jede Menge Feuer und hier oben, ist das die Erde? Hä? Das sieht aus wie ein anderer Planet und... Okay. Ein Burmi und dahinter haben wir einen Boreas in Non-Holo. Also bisher noch keinen Hit aus drei Packs. Ich muss gestehen, ich erwarte auch wirklich nicht viel. Also ich bin gespannt, aber so... Ein, zwei Hits wären natürlich schon cool. Okay, wir haben jetzt hier ein Schwarz. Also, ihr seht es hier am Rand. Ich habe bisher immer Weiße gehabt und jetzt war auch immer ein Schwarzer drin. Keine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Wir werden es gleich sehen. Wir haben hier auf jeden Fall mal die Feuerenergie. Reinigen Handschuhe. Ein Zwirklop. Siberio. Ein Laukaps. Ein Pipi. Kikugi. Karadonis. Gefolgt von einem Krebskorn, gefolgt von einem Klick-Klack und dahinter haben wir ein Bidifas in Holo. Okay, sagt uns jetzt diese Code-Karte, wenn die schwarz ist quasi, dass wir einen Hit haben? Ich meine, es ist jetzt nur ein Holo, aber es ist immerhin die erste Holo aus dem Set, für mich zumindest. Und sagt uns dann quasi dieser schwarze Rand, dass wir einen Hit haben? Fände ich ein bisschen nicht so toll, muss ich gestehen, aber yo, yo, okay. Hier glitzert es ganz schön. Yo, hier glitzert es extrem. Was haben wir jetzt hier? Hä? Yo.
Anstatt die Energie haben wir hier die B-Star-Karte, okay. Ich meine Plüprin, Panpyro, sieht cool aus. Siberio, ein Kikugi, Karadonis, Krebskor, Golbit, Palim Palim, ein Magma-Becken und dahinter haben wir ein Shaymin in V-Star. Okay, geil, wir ziehen unsere erste V-Star-Karte, direkt das Shaymin. Die sieht cool aus, die sieht echt cool aus. Muss ich sagen, die ist auch tatsächlich jetzt so Centering und alles, sieht recht gut aus. Die hat jetzt auch hier tatsächlich so den Effekt wie so eine Full Art von früher. Also wesentlich cooler als die V-Max-Karten, muss ich gestehen. Direkt Shaymin, finde ich geil, finde ich nice. Die V-Star, da hat sie, glaube ich, die Card-Buddies haben sehr, sehr lang gebraucht, bis sie mal eine gezogen haben. Daher jetzt mal so aus den ersten 5 Packs direkt eine V-Star. Weiter geht's, da ist mir kurz die Kamera rumgeflogen. Aber ja, wo war ich stehen geblieben? Aus 5 Packs direkt eine V-Star, finde ich gut. Aber tatsächlich haben wir jetzt wirklich in beiden Packs, wo jetzt ein Hit drin war, hatten wir einen schwarzen Code. Wir haben jetzt wieder einen weißen. Allerdings habe ich jetzt hier schon gesehen, dass hier, glaube ich, was drin ist. Also, keine Ahnung, was die schwarzen und weißen Codes bedeuten. Wir haben Voluminas. Wir haben ein Plüprin. Chillabel. Geotesto. Knilz. Ein Plinfer. Ein Chillast. Oh, ein Sneebel. Dahinter haben wir ein Felinara in V-Max Character Rare. What the hell? Yo, die ist ja mal unglaublich schön. Guck euch die Karte an. Yo. Felinara V-Max. Alter. Übel gut. Richtig geil. Ihr habt es gesehen, die war jetzt auf dem Reverse-Slot. Also, yo. Felinara V-Max. Die sieht übel hübsch aus. Yo, wir haben ja hier ein paar Evolutions auf den Character Rare Slots drin. Wir haben ja auch noch das Nachtara. Soweit ich weiß, wir haben auch noch Aquana Blitzer und Flamara, jeweils mit Blau, also huiuiui, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Secret Red ist, also ich meine, guck mal, wir haben hier irgendwie dieses TG 15 von 30, also das ist dieses Sonderset, Shaymin V-Star ist jetzt hier 14 von 30, klar, das ist jetzt keine Secret Red oder so, wir haben hier schon wieder einen schwarzen Code, kann das sein? Wir haben hier schon wieder einen schwarzen Code, Leute! Okay, ich glaube, die schwarzen Codes heißen wirklich, dass auf dem letzten Slot irgendwas Gutes ist, zumindest, oder ein Hit. Wir gucken mal, wir haben hier die Doppel-Turbo-Energie. Checke rein, okay, wir haben alle drei, sehr, sehr cool. Bämon, Sterndu, Riolu, ein Staralili, ein Hokomil, ein Motepel auf dem Reverse-Slot und dahinter haben wir ein Sarude in V. Nice, wir haben jetzt schon 3 Hits und 3 auch echt nicht schlechte, also gute Vs ist immer nice. Sarude habe ich noch nicht, also ich will sie sowieso haben. Felinara, what? Die ist übel geil. Und tatsächlich jetzt wirklich, Leute, wenn ihr einen schwarzen Code habt, also ich zeig's euch einmal ganz kurz. Wir haben jetzt hier 3 schwarze Codes und 4 weiße. Und jedes Mal, wenn es ein schwarzer Code war, war ein Hit drin, also Shaymin V-Star, Pifas oder Sarude. Tatsächlich war bei der Felinara V-Max allerdings ein weißer Code drin. Also, was das jetzt genau bedeutet, keine Ahnung. Ich gehe jetzt einmal davon aus, ein schwarzer Code heißt halt einfach, dass ein Hit drin ist auf dem letzten Slot quasi und der weiße Code quasi nichts dazu zu sagen hat, ob jetzt, also da kann er trotzdem ein Hit drin sein, wisst ihr, was ich meine? Wir gucken mal, also wir sind ja immer noch auf der Jagd nach Glurak, bisher noch keins, wir haben hier ein Pelzebuch, sieht geil aus, irgendwie so ein Easter, wow, das geht bei Lepomentas ab. Wir haben Knilz, wir haben Plinfer, wir haben Chillast, okay, Pico Chiller, Blaucaps. Wir haben ein Geotesto und dahinter haben wir ein Impoleon in Holo. Alter, Leute, wir haben jetzt hier wirklich aus 10 Packs haben wir jetzt schon übel die Hit. Oh, Alter, Impoleon, mega geil. Ich glaube, es gibt auch Panferno und Shellterra in dem Set. Also es ist so ein bisschen auch an Diamond Pearl Legend Arceus angelehnt. Okay, hier haben wir jetzt zum Beispiel wieder einen weißen Code. Bedeutet, wir werden hier jetzt wahrscheinlich keinen Hit drin haben. Es sei denn, wir haben jetzt auf dem Reverse Slot wieder einen Hit. Das könnte natürlich sein. Aber bisher bin ich unglaublich zufrieden. Ich meine, what? Wir haben hier die Unlichtenergie, wir haben den Barista, Panpyro, Gloria, Hokomil, ein Petsny, sehr, sehr süß. Dedene, okay, hat auch was. Porenta, das Artwork ist jetzt nicht so meins. Zwirlicht. Dahinter haben wir ein Staravia, gefolgt von einem Luxtra in Non-Holo. Okay, Luxtra ist eh ein Pokémon, das wisst ihr, das habe ich extrem gern. Ich hoffe, die gibt es noch in Holo. Glaube ich aber dann nicht, wenn sie hier in Non-Holo ist, dann dürfte es ja nicht in Holo geben. Schade, aber sieht sehr, sehr geil aus. Wir kommen zum letzten Pack strahlende Sterne. Für heute, für mich. Wir haben hier einen Arceus drin.
Und wir haben nochmal einen schwarzen Code zum Ende. Bedeutet, hier ist jetzt auf jeden Fall nochmal ein Hit drin. Das finde ich natürlich überragend. Ist geil. Ist irgendwie schon nice, wenn man so irgendwie am Anfang dachte, wenn man einen weißen Code hat und hat nichts drin, ist nicht so geil. Aber wenn man einen schwarzen hat, ist es schon nice, wenn man das weiß. Und ich meine, es kann ja wie gesagt immer noch eine Character Rare drin sein. Haben wir ja gesehen. Daher mal gucken, was wir hier drin haben. Wir haben Kaumalat. Wir haben Knackleon. Wir haben ein Barmelin in Reverse Holo und dahinter haben wir ein Mimigma V. Zum Abschluss nochmal mit dem Hit. Aber auch hier Legend Arceus, wobei ich glaube, dass es die Karte schon 1:1 in Kampfstile gab. Kann das sein? Ich bin mir nicht 100% sicher. Aber jedenfalls, Leute, guckt euch diese Ausbeute an. Aus nur 10 Boostern haben wir eine Character Rare Remax. Es ist fast wie ein alternatives Artwork für Linara mit... Ich weiß gerade leider nicht, wie sie heißt, aber das ist die Feen-Arena-Leiterin aus... Ist es XY? Ich meine aus XY. Wir haben Shaman Vista, wir haben einen Sarude V. Wir haben Bidifas Holo, Impoleon Holo. Boiling Reverse Holo und auch so noch echt ein paar coole Karten. Also das Set ist bisher phänomenal. Und ich kann es nicht abwarten, mehr zu öffnen. Also ich kriege morgen auf jeden Fall noch 2 Displays von den lieben Cardsköpfen. Ich habe dort auch nochmal ein Display bestellt, ich habe auch Top-Trainer-Boxen bestellt, ich habe auch bei denen nochmal Blister bestellt. Also es ist auf jeden Fall noch einiges auf dem Weg. Seid auf jeden Fall gespannt. Nice. Und ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr strahlende Sterne findet. Ich finde es überragend, vor allem jetzt eben auch wegen diesen Character-Rares und ich hier einfach direkt mit dem Big Hit. Ja, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, gebt dem Video gerne ein Like. Lasst mich unten in den Kommentaren wissen, wie ihr das Set findet, ob ihr selber was öffnen könnt, konntet. Und welche Karte ihr am meisten ziehen wollt. Meine ist tatsächlich, also klar, Glurak, aber ich muss gestehen, also das alternative Artwork ist wunderschön, die will ich auf jeden Fall haben. Ich finde aber persönlich die Full Art am schönsten und die Rainbow danach, dann die V und die V Star tatsächlich am schlechtesten. Aber das ist ja meine eigene Meinung, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht, was die Gluraks angeht und welche eure absolute Chase-Karte aus dem Set ist. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, haut's rein, euer Poke, ciao.